Max, ich habe schon ein bisschen Pfeffi genascht, aber ich reiß mich heute zusammen, das verspreche ich dir. Ich verspreche dir keine Mir ist das Sachbeschädigung. egal. Nee, nee, ich benehme mich. Du hast Mir ist ne. das egal. Ich kann mich einmal benehmen. Aber nicht wegen mir. Okay. Dann benehme ich mich gar nicht. Ich habe dir was mitgebracht. Das kannst du heute auf der Tanzfläche tragen. Junge, das ist ja perfekt. So, ich habe nämlich auch eine Kette. Das ist die. Junge. Ja, genau. Also ich mache heute einen auf Pimp. Es ist eine Neon-Party. Ja, Meister August. Ich grüße dich, schönen guten Morgen, Was ey. genau möchtest du darstellen? Was ich darstellen möchte. Ja. Ich bin einfach durch die Zeit gereist. Wieso? Naja, weil ich mich irgendwie in der heutigen Welt nicht wohlfühle, aber damals ist halt auch schon vorbei, deswegen muss ich irgendwie versuchen, heute so zu leben, als ob es die schönen alten Zeiten wären. Nee. Junge, der Meister, wir So, sind diese bei. Dame ist jetzt Opfer des Bumsbusses, mit dem wir jetzt hier nach Max. Max, Ja. ist die jetzt im Kofferraum ruhig, oder? Ja, wird auf jeden Fall Tod! noch ein kleiner Schluck genommen. Oh, das tat gerade irgendwie weh im Zahn. Könntest du mal bitte die Flasche öffnen? Na klar. So schnell anfängt. Diabetes! Ja? Diabetes! Bitte. Ja! I am the driver. Wir sitzen seit 2 Minuten im Auto. Guten Nacht. Hatten wir noch anhalten, um was zu essen? Oder? Ja, der Max pennt erst mal. Wie lange fahren wir jetzt? 4 Stunden. Wir fahren jetzt erstmal. Wir laden noch ein im ja, Rosenheim. Also wir fahren jetzt. Oh, 50 Minuten bis Oschatz also und dann grob von geschätzt Oschatz 4 Stunden. nochmal 4 Stunden bis nach Osterburg. Um auf so Wer eine hier zugesagt Drecksparty hat, zu ist völlig fahren verblödet. und dann wieder 4 Stunden zurückzufahren. Es wurde angekündigt, dass wir morgen um 10 da sind. Wenn's gut läuft. Und um 11 musste ich ja schon bei Max sein. Das heißt, ich bin jetzt 23 Stunden unterwegs, umgeben von. Freunden. Vom reinsten Abfuck. Ratten und. Danke, Bro. Dankeschön. Alter, ich hab mich so voll geschissen. Das ist mein Frühstück. Huren, schmeckt mal! Max, ja, Junge, Alter. Ja, das ist unser Max. Ja. Mein nackter Arsch hängt diesen fetten Schweinen in die Fresse, das wird nicht so Diabetes! Das ist jetzt also der Club. Und dafür habe ich heute meine spezielle Hose angezogen. Naja. So eine abgefuckte Scheiße. Meister August, wenn du mich mit diesem Pfandwagen beschießt, dann schmeiße ich dir dieses Pfeffergas so heftig in die Fresse, dass ich wirklich meinen ganzen Hass an dir abladen kann. Das Ding ist, wenn ich das auf meinem Daumen schnippe und hier richtig ins Maul schnippe, dann Ja, fliegst du um aber und du du hast keine fliegst durch die ganze Ahnung, Luft. aber du weißt nie, wie sehr bereit ich bin, dich zu quälen und zu foltern. Alter, hier hat irgendjemand sein Getränk stehen lassen. Ja, nee, ich bin ja gerade ein bisschen am Rumschnüffeln im Club. Und das ist natürlich absolut geil, hier ein bisschen Schabernack zu treiben. Oh ja, das gefällt dem Schänder. Ja, da hat sich die Fahrt doch gelohnt. So. Der Rest will hier nie rauskommen, das ist steinhart. Nee, da kommt nichts mehr raus. Na egal, da lassen wir das mal. Wir sind jetzt hier auf der Frauentoilette. Der Max leistet schon mal seine Arbeit. Warte, hier, jetzt lässt sich meine Arbeit. Oh, Junge. Oh.
Alter, die Farbe, Alter. Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt. Alter, das ja, ist also entweder liegt es am Kaffee oder am Pfeffi. Heiliger Bimbam. Oder vielleicht sterbe ich einfach. Der Nierenschände. Scheiße. Ey, ich gehe zugrunde. Aber bis dahin will ich noch ein paar Vlogs machen. So, zwischendurch gibt es ein paar Energy Drinks für 50 Cent, weil wir Kabelbinder kaufen mussten, um dir, naja, du weißt schon, was wir dann vorhaben, ist ja auch egal jetzt. So. Junge, ist das mein guter? Mein guter Security. Warte hier stehlen. So, das ist mein Abendbrot. Kokosnuss und Blaubeer. Was ist? Was ist denn hier los? Ich hab den Mann gerade heftig beleidigt, weil ich mir einen Tipp gegeben habe. Die 59 Cent Brüdersport. Ja, stimmt. Was gibt denn auf diesen Tipp? Hier, die Kakao ist nicht gerade. Das werde ich jetzt testen. Auf Daniel sagen. Wo sind denn die Nuts? Die Nüsse. Ist der Mann eigentlich komplett? Bitte fahren Sie los. Das schmeckt richtig geil, muss ich sagen. Ich das mal kosten? Nein, ich habe gerade alles, ich habe gerade geschmiert. Sehr spannend. Der Mann hat gerade wieder Worte gesagt. Wie schmeckt's? Nach Kokos und Blueberry. Dann trink sie aus. Nee, ich bin aber vegan. Dann trink es aus. Junge. Alter, der frisst die einfach rohe Chicken Nuggets. Ne, beiß die mal zur Hälfte ab, damit man das auch sieht. Das ist, beiß da mal die Hälfte bitte ab. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Na gut, na, die sind ja nie, oder? Ja, sind die so? Na doch, stimmt. Natürlich nicht weiter. Nicht mehr. Los geht's jetzt hier. Was ist das? Auf einen schönen Abend, der Berliner Luft. Finger in die Fahrradkette. Berliner Luft, ach du Heimatland. Danke, Paul. Danke an irgendwen, der mir das hier ausgegeben hat. Keine Ahnung, wer. Die gute Frau. Die gute Frau. Mensch, Enrico, du musst immer ausreizen, du Fotze, du. Ja, ich bin der richtige Fotze. Du bist ein richtiger Dachs, aber ein Überfahrener. Aber irgendwie geht es jeder voll zu gut.
Kacke, ey! Ich habe den Superbar gefahren! Ich habe den Superbar gefahren! Ja!